Das ist gut. Oder? War Ihr Vater mal in psychiatrischer Behandlung? Was? Nein, Sie etwa? Er ist schrullig, schräg, eigenwillig, immer neben der Norm, aber das könnte man über Sie und mich auch sagen. Er glaubt, ich bin Teil einer lang angelegten Verschwörung und stecke mit den Hamburger Ärzten unter einer Decke. Das ist doch Blödsinn. Er schien sehr überzeugt zu sein. Er hatte kurz vorher einen Anruf, der ihn sehr aufgeregt hat. Sie haben nur seine schlechte Laune abbekommen. Wenn Sie meinen? Ja, das meine ich. Wo ist mein Vater jetzt? Das hat er mir nicht gesagt, als er Türe knallt, das Behandlungszimmer verließ. Papa, bist du da? Ich bin's, Lea, mach bitte auf. Ist dir jemand gefolgt? Du meinst, weil ich das beste Hühnercurry Leipzigs dabei habe? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe sie alle abgeholt. Schnell. Schnell. Glaubst du wirklich, mir ist jemand gefolgt? Was soll denn da? Papa, was ist hier los? Nicht so laut. Sie könnten Richtmikrofone haben. Lea, die haben es auf meine Forschung abgesehen. Die ganze Sache mit meiner Niere, alles ein abgekartetes Spiel. Die wollen mich aus dem Verkehr ziehen. Dr. Kaminski gesagt, das ist alles in Ordnung. Ja, Mutter, ja. Jetzt, wo Sie aufgeflogen sind. Hör zu, du bist offenbar ein bisschen gestresst. Warum legst du dich nicht einfach hin? Die wollen mir mein Lebenswerk zerstören. Verstehst du das nicht? Hier. Hier. Du musst das für mich verstecken. Hörst du? Das musst du für mich verstecken. Du bist die Einzige, auf die ich jetzt noch vertrauen kann. Papa, du hast wahrscheinlich seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Das Gehirn reagiert auf nachhaltigen Schlafmangel sehr empfindlich. Das wird schon wieder. Ja, du hast recht. Alles wird gut. Du darfst nur diese Mappe niemandem zeigen. Nein, das werde ich nicht. Leg dich hin, ich bring dir was, damit du schlafen kannst. Ja, schlafen. Leg dich bitte hin. Ja, ich leg mich hin. Sie waren lange nicht hier. Ja, ich hatte viel Arbeit, war viel unterwegs. Und heute schwänzen Sie. Ich hatte noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Aber anrufen wollten Sie auch nicht. Ich bin manchmal gern allein. Klar, deshalb sitze ich auch hier. Ich bin halt nicht immer gern allein. Nicht, dass Sie noch in Versuchung kommen, die Nummer doch anzurufen. Das ist eine Nummer von einer Kollegin. Schon gut. Mir gegenüber müssen Sie sich nicht rechtfertigen. Ich glaube, ich muss mich von niemandem rechtfertigen. Natürlich nicht. Sie sind rundum zufrieden. Das merkt man auf den ersten Blick. Wenn Sie in Ihrem Leben was ändern wollten, was würden Sie denn zuerst machen? Ich würde hier sofort Verstärkung einstellen. Sie kennen nicht zufällig jemanden, der auf Nachtschichten steht? Doch, aber die sind alle sehr beschäftigt. Susanne Schweigert, bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Piep. Ja, hallo Susi, ich bin's. Du, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Ne? Bestimmt arbeitest du noch. Ich wollte nur anrufen und gute Nacht sagen. Ne? Gib der Kleinen und den Kuss von mir. Ja? Vermiss euch. Tschüss. Tschüss. Mit Schmerzen kann ich irgendwas haben für die Nacht. Oder weiß ich das mit der OP noch? Nee, gar nicht. Wir sind mit der Dosierung noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Hier nehmen Sie gleich zwei. Dankeschön. Danke. Wir sollten schnell wirken. Dann, wenn meine Frau hier morgen auftaucht, wenn ich in der OP bin, können Sie ja bitte ausrichten. Sie möchte bitte dringend den Steuerberater anrufen, habe ich vergessen zu sagen. Sie liegen hier mit Schmerzen und denken an den Steuerberater? Das muss ja irgendwie weitergehen. Es geht immer irgendwie weiter. Schlafen Sie gut. Wie soll ich das denn alles schaffen? Ein Freund von mir musste seine Doktorarbeit schreiben und kam aber irgendwie nicht richtig in die Gänge. Die Zeit lief ihm davon. Da ist er ganz verzweifelt zu seinem Professor gegangen und hat gesagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und wissen Sie, was der Professor gesagt hat? Oben links auf der ersten Seite. Herr Schweigert, fangen Sie einfach an. Und es hilft auch niemandem, wenn Sie Ihrer Frau verschweigen, wie schlecht es Ihnen geht. Gute Nacht.
Geht es Ihrem Vater? Besser. Sie tun ihm keinen Gefallen, wenn Sie die Augen davor verschließen, dass er krank ist. Seine Nerven sind überreizt, er schläft zu wenig. Das ist alles, er beruhigt sich wieder. Sobald er in die depressive Phase kommt. So ist mein Vater eben, so war er schon immer. Wir müssen. Dann hat er also wiederholt Höhenflüge gefolgt von depressiven Phasen. Kommt Ihnen das nicht irgendwie bekannt vor? Liebe Zeit, Stimmungsschwankungen habe ich auch. So geht es uns doch allen mal. Dann habe ich mich also auch gegen Sie verschworen, hm? So einfach ist das nicht und das wissen Sie. Dr. Kaminski, ich kenne meinen Vater. Und ich erkenne eine psychische Erkrankung. Dann ist ja alles bestens, dann wissen Sie ja Bescheid. Mein Vater neigt zu Gefühlsschwankungen, aber er ist nicht psychotisch. Psychosen können sich zuspitzen, Stress, veränderte Lebensumstände, hoher Druck. Manchmal muss man unbequeme Entscheidungen fällen. Mir fehlt die Sonne. Du. Finde, du fehlst mir auch. Vielleicht begleite ich ja Charlotte und Otto, wenn sie dich nächste Woche besuchen. Ach, ich muss Schluss machen. Wir sprechen uns heute Abend noch mal. Viel Spaß im Amphitheater. Ich dich auch. Bitte, Dr. Peters. Sie haben mal einen Psychiater erwähnt, der sehr gut sein soll. Professor Pekan, ein ehemaliger Studienkollege von mir. Könnte ich die Telefonnummer haben? Klar. Für einen Ihrer Patienten? Nicht direkt. Bitte. Kann ich noch was für Sie tun? Grüßen Sie ihn bitte. Mach ich. Und danke. Papa, wir müssen reden, sofort. Hier in der Klinik, bitte, es ist wichtig. Nein, nein. Das erkläre ich dir in der Klinik. So, nicht Ihr Ernst. Also gut, ich bin da. Robin. Oh, gut, dass du da bist. Gar nicht gut. Wieso? Weil ich gerade einen Anruf bekam, dass die neue Schankanlage gleich geliefert wird. Du, kann ich nochmal dein Portemonnaie haben? Hm. Warum? Da ist wahrscheinlich noch dieser Abholschein drin für die Tischwäsche. Den habe ich gestern überall gesucht. Weißt du jetzt schon, wann du entlassen wirst? Ich werde nochmal operiert. Ah, da ist er ja. Was? Warum das denn? Die Muskelkater war kein Muskelkater, sondern Leistenbruch, haben Sie gestern festgestellt. Gestern? Warum hast du denn nichts gesagt? Mensch, Udo, und jetzt? Ja, vielleicht war das mit dem Lokal von deinen Eltern doch keine so gute Idee. Ist jetzt nicht dein Ernst? Wir fahren doch beide seit Wochen nur noch auf den Felgen. Ja, aber wir haben immer gesagt, wenn das Lokal erstmal läuft, dann... Ja, und bis dahin? Du weißt auch nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Und für unsere Tochter haben wir überhaupt keine Zeit mehr. Du kannst mich jetzt nicht hängen lassen. Also, das ist nicht fair, Udo. Wir haben immer gesagt, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Ja, wir kriegen das aber nicht hin. Dann mache ich eben noch ein bisschen mehr, ich schaff das. Jetzt werd du erstmal wieder gesund. So, ich muss mich jetzt um die Lieferung kümmern. Also, du bleibst jetzt hier, bitte. Ich komme wieder, wenn ich das erledigt habe. Du bleibst jetzt hier! Geht's Ihnen nicht gut? Hallo. Hallo. Herr Schweiger, das wäre jetzt soweit. Ich würde Sie jetzt für die OP vorbereiten. Ja. Oh, ich kann einfach nicht mehr. Machen Sie doch mal eine Pause. Wie denn? Dauernd will jemand was von mir. Die Brauerei, die Bauarbeiter, die Lieferanten. Ich weiß doch jetzt schon nicht mehr, wie ich das alles hinkriegen soll bis zur Eröffnung. Scheiße, Ulrike. Ja? Herr Schweiger, zieht keine Luft mehr. Ich rufe Dr. Stein. Stein. Kurz, ich komme. Was ist mit dir? Sag doch was. Was hat er denn? Was ist los? Plötzliche Atemnot und Brustschmerzen für 360. Hallo? Können Sie mich hören? Können Sie die Augen aufmachen? Verliert das Bewusstsein. Wir brauchen einen Reha-Wagen. Bringen Sie Frau Schweigert raus. Kommen Sie bitte. Frau Schweigert, Sie können hier nichts machen.
Wieso treffen wir uns hier? Hier ist es nicht sicher. Ludwig, wir müssen reden. Du hast ein Problem. Ich weiß, Martini. Aber auch ich kenne einflussreiche Leute. Es geht nicht um Martini. Niemand verfolgt dich und niemand will dir deine Forschungsergebnisse stehlen. Was redest du da? Ich habe mit deiner Fakultät gesprochen. Du warst nie für den Heisenberg-Preis nominiert. Darfst du denn nicht sagen, dir die Wahrheit? Du hast Wahnvorstellungen, du bildest dir bestimmte Dinge ein. Das ist doch Unsinn. Haben die dir das eingeredet? Sagt dir der Begriff bipolare Störung etwas? Wieso? Manische hochaktive Phasen, Charisma, kreative Eingebungen, Gedankensprünge, Größenwahn, Selbstüberschätzung. Gefolgt von depressiven Phasen. Dem Gefühl, Opfer zu sein, verfolgt oder ungerecht behandelt zu werden. Kommt dir das bekannt vor? Ich habe mit einem sehr guten Psychiater gesprochen hier in Leipzig. Man kann das behandeln mit Medikamenten und vor allem mit Psychotherapie. Du redest hinter meinem Rücken mit einem Psychiater? Wie kannst du es wagen? Ich habe dein Anderssein nie wirklich als ein Problem wahrgenommen. Und das war ein Fehler. Es ist eine Krankheit und behandelbar. Meine eigene Tochter hält mich also für verrückt. Was kommt jetzt, die Zwangseinweisung? Ich will doch nur helfen. Ich habe mich in meinem Leben daran gewöhnt, von den Menschen enttäuscht zu werden. Ich dachte nur, es gäbe eine Ausnahme. Na gut. Bring mich zu deinem Psychiater. Er konnte mir einen Mann stabilisieren und bring ihn jetzt auf die Intensivstation. Was hat er denn? Es war doch nur der Fuß und die Leistung. Er hat wahrscheinlich eine Thrombose entwickelt. Ein Thrombus, sein Blutgerinnsel hat sich gelöst und wurde in den Lungenkreislauf geschwemmt. Dort kam es zur Embolie. Aber er hat doch diese Thrombose-Spritzen bekommen. Das kann trotzdem passieren. Er wird doch wieder. Wir haben ihm Medikamente gegeben, um das Gerinnsel aufzulösen. Und das funktioniert? Das müssen wir abwarten. Kann ich zu ihm? Ja, aber nur kurz. Sie haben das Richtige getan. Nur zu spät. Hätte ich schon früher etwas unternommen, wäre es vielleicht nie so weit gekommen. Wieso habe ich es nicht gesehen? Ich bin Ärztin, das hätte mir auffallen müssen. In dem Fall waren Sie eben mehr Tochter als Ärztin. Haben Sie Ihrer Mutter schon Bescheid gegeben? Sie ist seit 20 Jahren in den USA. Auch Wissenschaftlerin. Es gab immer nur meinen Vater und mich. Nun gibt es eben Sie und Ihren Vater. Wissen Sie, was das Spezialgebiet meines Vaters ist? Die ultraviolette Vervollständigung der Gravitation. Und nun sind Sie beide wie Newtons berühmter Apfel hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Bist du ja wieder. Du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. War ganz schön knapp. Mit dem goldenen Haar, da kann ich dir jetzt nicht helfen. Mach dir darüber keine Gedanken. Was sagst du so leicht? Mir fällt schon was ein. Wir könnten die Eröffnung verschieben. Wir haben uns beide übernommen. Ich habe mir was überlegt. Ich werde die Spedition verkaufen. Was? Ja. Weiß es so viel. Weißt du, Udo, als ich hörte, dass du im Krankenhaus bist, da war mein erster Gedanke, wie schaffe ich das alles? Das ist doch klar. Das ist nicht klar. Mein erster Gedanke hättest du sein müssen. Bitte.
geht's dir? Du weißt, dass du nicht hierbleiben musst. Du könntest auch bei mir wohnen und eine ambulante Therapie machen, wenn du möchtest. Ich denke, du solltest gehen. Der wäre was für dich, hm? Ha, ein W107. So was gibt's heute kaum noch. Auf jeden Fall ein wunderschöner Wagen. Auf dem Rücksitz soll man sitzen? Da passt doch gerade mein Aktenkoffer rein. Papa, du hast doch gesagt, ich soll mir mal was leisten, was ich eigentlich nicht brauche. Willst du damit sagen, dass das Auto dir gehört? Ja, seit heute Morgen. Spontankauf. Man könnte sich ja sonst nicht. Na, hab ich mir auch gedacht. Also, wäre das möglich? Lässt du mich mal fahren? Jetzt geht leider nicht. Wow, das ist er? Ja, ich hab den Wagen heute schon Marie versprochen. Tut mir leid, es ist später geworden, Papa. Sonne wird umkippen. Oh, danke. Viel Spaß euch beiden. Papa, bringst du mich nach Hause? Morgen. Tschüss. Na? Nicht noch ein bisschen neidisch? Das ist doch alles nur Kompensation. Also wenn ich mich recht erinnere, steht bei dir auf dem Schreibtisch auch so ein altes Sportwagenmodell. Kann ich mich nicht dran erinnern. Oder ich bin älter und reifer geworden. Älter vielleicht.